Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Ach, ist ja gar kein Let's Play, Mensch. Ist doch nur eine Umfrage. Moin Leute, kleine Umfrage am Start. Und zwar hat mich der gute Germany Music, der hat mich auf folgende Idee gebracht. Ja, und zwar ganz einfach, der hat geschrieben, Mensch Helm, was gäbe ich dafür, wenn ich mal mit dir zocken könnte? Und ja, da hat er mich auf eine schöne Idee gebracht. Die erzähle ich gleich. Erstmal will ich nochmal sagen, hier, denkt dran, 14 Uhr Livestream. Oder es war 14 Uhr Livestream. Weiß nicht, wann ihr das Video hier seht. Sonntag 14 Uhr gab es einen Livestream. Oder gibt es einen Livestream? Könnt ihr dabei sein? Könnt ihr, ne, wenn ihr Bock habt, auf Twitch zu Helm. Oder wenn ihr verpasst habt, guckt ihr bei Twitch zu Helm. Da ist noch ein Video, könnt ihr reingucken. Jetzt geht es um Folgendes. Ja, wie gesagt, der Germany Music, der hat mich auf die Idee gebracht. Und zwar hat er gesagt, ja, er wollte gerne mal mit mir zocken. Und ja, ihr habt ja fleißig gespendet für Grafikkarte und Co. Hier, Netzteil, Mainboard, je nachdem, was kaputt ist. Noch, wir haben ja rausgekriegt, dass irgendein Teil davon nicht so 100% sein wird. Und dass das die, damals die Festplatte, jetzt die Grafikkarte kaputt gemacht. Na egal, komm, ich schweife vom Thema ab, darum geht's hier nicht. Hier geht's um eine Abstimmung. So, was ist die Abstimmung? Und zwar, es geht um Survival of the Fittest, ein eigener Server für uns. Für euch und mich, ne? Die Community und mich und jeder, der Bock hat, das wird ein unoffizieller Server, logisch, ne? Auf dem könntet ihr mit mir und gegen mich zocken. Da gibt es ein paar Haken gibt es dabei. Erstens, klar, kostet Kohle, kein Problem, da können wir jedes Mal einen Livestream machen und wenn irgendeiner ab und zu mal was gibt, dann können wir das Ding auch am Laufen halten, aber wir müssen erstmal gucken, ob es so auch funktioniert. Dazu würden wir halt jedes Mal einen Livestream machen und das hat Problem, schon erste Problem, es könnte Leute geben, die dann oben auf der Plattform bleiben und gucken, bis der Delay vom Livestream vorbei ist und gucken, wo läuft der Helm hin. Und wenn das 24 von 25 Leuten machen, dann kommt nach 2 Minuten ein Punkt von Leuten auf mich zu. Da werde ich keine Chance haben und direkt mal rausfliegen. Also das wäre nicht so gut. Wäre schon schön, wenn jeder seinen eigenen Weg gehen würde. Ja? So, auf jeden Fall hätten wir dann die Möglichkeit, miteinander und gegeneinander zu zocken. Und wieso komme ich auf die Idee? Wenn wir heute den Livestream machen, dann können wir das ja auch versuchen. Können wir zusammen auf so einen offiziellen Server joinen. Ja? So, wenn er mit Glück kommt, er mit rein. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Nehmen wir mal an, ich falle von einer Plattform, breche mir das Bein und bin direkt tot. Schwupp, dann ist das Spiel bzw. der Livestream an der Stelle beendet, weil ich werde ja aus dem Spiel gekickt. So, und wenn wir einen eigenen Server haben, ich weiß nicht 100%, aber ich glaube, ich könnte als Spec wieder joinen. Ich bin ja dann quasi Admin, da kann ich ja machen, was ich will. Und wenn ich als Spec joine, könnte der Livestream weiterlaufen, dann fliege ich da als Zuschauer rum. Und berichte halt vom Rest, was da los ist, wie das Spiel ausgeht, wer gewinnt, wer von euch gewinnt. Und ich denke, das wäre mal auch geil, ja. Ich kann ja hin und her fliegen und gucken, wo was los ist, wie was das läuft, ja. Ich halte für eine sehr gute Idee, denn soweit kann ich euch ein Stück zurückgeben. Ihr seid live dabei, ihr seid live im Stream, ihr seid live mit mir dabei, mit mir oder gegen mich, ja. Könnte man mal gucken, ob man eventuell auch mal sagt, ja, hier, ich spiele mal heute mit dem und heute mit dem. Weiß ich nicht, da könnte es noch Zank und Streit geben wegen Bevorzugung und so. Das ist noch nicht 100%, aber generell geht es halt um die Idee Survival of the Fittest Server. Und da möchte ich, dass ihr hier jetzt gerne abstimmt und sagt, ja, geile Idee, würde ich gerne mitspielen. Oder nö, ich spiele sowieso keinen Survival of the Fittest, brauchen wir nicht. Oder halt, ist mir egal, ja, ich gucke auch so zu. So, und da interessiert mich eure Meinung und dann werde ich mal gucken, ob wir dementsprechend was angeleitet bekommen. So, das war's auch schon. Wir sehen uns gleich, 14 Uhr geht's los oder ne, wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, habe die Ehre. Tschüss.